Dann sagt er ihm, was willst du denn? Er sagt ihm, gib mir bitte eine Spende. Hallo, so bittet man um eine Spende. Komm, einen Kuss. Wenn du kommst, dann kriegst du einen Kuss. Dann geh zu Mama, ja. Dann sagt er ihm, was willst du? Er sagt, ich möchte Spende haben. Spende mit dieser Art und Weise. Dann hat Muhammad s.a.w. ihn begleitet bis zu dem Schatzkammer. Dann hat er ihm Datteln gegeben. Er sagt ihm, reicht dir das? Sie sind korrekt, sie sind so, nur geradeaus kennen sie. Er sagt, nein, reicht noch nicht. Noch mehr. Dann gibt ihm Muhammad s.a.w. noch mehr. Er sagt ihm, reicht dir das? Er sagt ihm, nein, reicht nicht, gib noch mehr. Dann hat Muhammad s.a.w. ihm noch mehr gegeben. Dann hat er gesagt, Al-An, jetzt aber, jetzt reicht mir. Dann hat Muhammad s.a.w. ihm mit lieber Art und Weise gesagt, du, dein Verhalten zu mir vorhin war nicht gut. Und die Männer oben, wenn sie dich das nächste Mal sehen, sie werden dich beleidigen oder beschimpfen für das, was du getan hast. Du sollst dich entschuldigen vor ihnen, damit kein Groll in ihren Herzen ist. Dann kam Muhammad sallallahu alaihi wasallam raus mit ihm. Und dann sagte er einen Hadith von seiner Zunge, was wir normalerweise heutzutage unseren Kindern beibringen in den Schulen. Er sagte, مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل كمثل رجل فقد ناقته فجعل الناس يجرون خلفها وهي تفر منهم فلو تركتكم وإياه لكان من أهل النار. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, mein Gleichnis mit euch und diesem Mann ist genauso wie ein Mann, der sein Kamel verloren hat. Und er will sein Kamel wieder haben, aber der Kamel rennt weg. Da kommen die Leute und sie wollen ihm helfen, den Kamel wieder zu fangen. Dann rennen sie hinter dem Kamel und der Kamel rennt immer weiter weg. Dann sagt der Besitzer von dem Kamel, Leute, lasst mich mit meinem Kamel. Ich kenne ihn und er kennt mich. Geht, ich brauche nicht eure Hilfe. Dann haben die Menschen aufgehört, hinter dem Kamel zu rennen. Da kam er mit einer milden Art und gütigen Art und er macht Essen und er macht... Dann kommt der Kamel langsam, 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 bis er ihn genommen hat. Dann hat der Prophet gesagt, Wallahi, wenn ich euch gelassen hätte, wie ihr mit ihm umgeht, er wäre von den Höllenbewohnern. Das heißt, er wird Kafir bleiben und sterben und in der Hölle sein. Aber durch ein Verhalten hast du ein Menschenleben gerettet. Ha? Du hast ihn gerettet von der Hölle durch ein einziges Verhalten. Das Gleiche. Und liebe Brüder, wenn wir das wiederholen, das sind für uns eine Befestigung, eine Betonung, eine Erinnerung. Und damit wir, weil von Kalamullah, von den Worten Allahs und von den Worten des Propheten, also kriegt man nicht genug. Das gleiche mit dem dörflichen Araber, der in der Moschee gekommen ist und er begann zu urinieren. Urin in der Moschee, dann kamen natürlich die Gefährten, hey, was machst du? Hey, das ist bis heutzutage. Jetzt nicht, wenn ein Mann uriniert, wenn ein kleines Kind in der Moschee uriniert, dann kommen die Älteren und beginnen zu beschimpfen und zu beleidigen. Wie mag es sein mit einem Älteren? Aber wie hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich verhalten? Der Mann begann zu urinieren. Die Leute rennen zu ihm. Er sagt, Leute, la tuzrimu. Lasst ihn weiter urinieren erstmal. Lass ihn zu Ende urinieren. Weißt du, wenn du kommst und du unterbrichst ihn und du willst ihn schlagen, das kann was passieren in seinen Organen. Er sagt ihm, lasst ihn erstmal zu Ende urinieren. Die Sache ist schon raus. Lass mal das zu Ende. Dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt, ja, Achi, guck mal, wie er mit ihm spricht. Mein Bruder, nicht du da. Mein Bruder. إنما جعلت المساجد لذكر الله والصلاة. Die Moscheen sind dafür da, für das Gebet und für Allah erwähnen und. Nicht für sowas. Und wenn du sowas machen möchtest, er lehrt ihn. Geh mal weit weg und such dir einen Ort und mach das dort. Und dann sagt er, und ihr da, wa antum. Dann redet er mit den Gefährten, also mit uns auch. إنما بعثتم ميسرين. ولم تبعثوا معسرين إنما كان يكفيكم أن تهرقوا عليه سطلا من الماء. Er sagt, oh, ihr da, ihr seid mit Erleichterung gekommen, das heißt, diese Religion ist leicht
und ihr dürft nicht erschweren, die Dinge erschweren. Es hätte euch gereicht, dass ihr einen Eimer voll mit Wasser darauf macht und ihm ein gutes Wort gibt. Dann hat der Wüstenaraber sich über das Verhalten von Muhammad Sassim gefreut. Dann sagte er: Allahumma arhamni warham Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. O Allah, erbarme dich meiner und erbarme dich Muhammad und erbarme dich niemanden außer uns. Alle sollen in die Nichte gehen, außer ich und Muhammad. Dann sagte Muhammad Sassim zu ihm: La tudayyiq wasi'an. Mach nicht eine breite Sache so eng. Was ist die breite Sache? Rahmatullah. Die Barmherzigkeit Allahs. Allah sagt im Koran: Wa rahmati wasi'at kull shay. Meine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge. Und du sagst nur ich und Muhammad, das geht nicht. Nein, nein, nein. Und deswegen, meine liebe Brüder, wir müssen unbedingt diese Art benutzen. Auch wenn du beschimpft werdest, aber auch von deinen Freunden und deinen Brüdern. Falls es in der Dawa, gestern war es zum Beispiel da Missverständnisse, da ein Bruder da und so. Ich rate den Brüdern und Schwestern, mild zueinander zu sein, lieb zueinander zu sein, beste Umgang miteinander zu haben und Vorbild zu sein. Und wenn du von deinem Bruder etwas gehört hast, dann denke daran, das ist eine Prüfung. Dann sagst du: Ach, weg, dann mache ich das nicht mehr. Tschüss, hallo. Denkst du, dass Dawa-Weg Friede, Freude, Eierkuchen? Du musst was hören. Du musst geprüft werden. Wenn du nicht von dem geprüft werden, dann wirst du von deinem Bruder geprüft. Manchmal wirst du von deinen engst verbündeten Brüdern geprüft. Und deswegen, meine liebe Brüder, wenn du im Dauerbereich bist, ziehe deine Jacke aus. Was, welche Jacke? Jacke des der Ego und ich und so. Und sag: Ja Allah, ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Alles mache ich auf meinen Kopf. Fi sabilillah, nur für dich, ja Allah. Und guckt mal, dieser Ratschlag hat Allah Ta'ala zu dem Gesandten Muhammad gesagt. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Allah Ta'ala sagt ihm: Nur durch die Barmherzigkeit Gottes warst du, O Muhammad, zu deinen Freunden mild und gütig. Nur durch seine Barmherzigkeit. Und wenn du streng und hart gegen ihnen wärest, dann hätten sie sich von dir alle abgewendet. Das sind die Sahaba und die Menschen in Quraysh, in Mekka. Keiner wäre dir gefolgt. Deswegen, meine lieben Brüder und Schwestern, ich rate mir selbst und rate euch, immer in der Da'wa die Milde zu benutzen und Geduld und Standhaftigkeit zu haben, damit man an sein Ziel kommt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle diese Möglichkeiten geben für die Da'wa. Da'wa kann jeder machen mit seinen Mitteln. Und Da'wa, du musst jetzt nicht unbedingt ein Gelehrter sein oder einer, der viel Wissen in Islam haben. Aber du musst darüber das Bescheid wissen, was du sagst. Das ist klar. Und Da'wa hat keinen niedrigeren Niveau. Guckt mal, Muhammad s.a.w. sagt: Balligu anni walau ayah. Wahaddisu an Bani Israel wala haraj. Das heißt, verkündet über mich, auch wenn es um ein Vers ist. Ein einziger Vers. Hast du ein Vers verstanden, kapiert? Dann gehst du und sagst du das weiter. Wie mag es sein mit den Muslimen, die Bescheid wissen über ihre Religion, über den einen Gottglaube, über den Sinn des Lebens aus Sicht des Islams, Sterben aus Sicht des Islams, dass man ihn erinnert und ermahnt. Ein Wissen darüber zu haben, Alhamdulillah, ist zugänglich, und man muss Weisheit und Geduld dabei haben. Und keiner ist von uns entschuldigt, meine lieben Brüder, Da'wa auszuüben. Und es gibt manche Leute, sie machen Da'wa mit einem Mausklick. Er fertigt einen kleinen Abschnitt von einem Video, okay? Und er nimmt das und er macht das mit Effekten und schöne Hintergrundlied oder etwas, und dann bringt das zu den Menschen. Und so viele profitieren davon, Hunderte, Tausende hören das und sehen das und sind dadurch zum Nachdenken gebracht und dadurch auch zu einer ehrlichen Reue. Er kriegt den Lohn dafür. Wenn du dich mit
Design und mit sowas auskennst, dann kannst du Dawa unterstützen mit Werbungsplakaten, mit Werbungsflyer, mit Visitenkarten für Dawa. Oder du kannst, wenn du mit Photoshop, dich mit Photoshop auskennst oder mit Flash und so, dann kannst du auch die Seiten unterstützen, die islamischen Seiten. Jeder, meine liebe Brüder und Schwestern, ist von Allah subhanahu wa ta'ala beauftragt, für diese Religion etwas zu tun, meine lieben Brüder. Wir Muslime leider sind noch nicht so gut organisiert, ja, und nicht so institutionell organisiert, dass wir Da'wah-Schulen haben. Und aber möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Zustand zum Besten ändern in der Zukunft. Aber wir müssen aufbauen. Wir sind die Grundsteine hier in Berlin, aber auch in Deutschland, dass die Generationen nach uns, unsere Kinder und die Kindeskinder, dass sie bessere Muslime werden. Dass sie erfolgreiche Muslime in der Gesellschaft sind. Und dass sie das beste Bild von Islam präsentieren. Das liegt auf euren Nacken. Das müsst ihr wissen. Das Wichtigste ist nach dem Ein-Gott-Glaube, nach La ilaha illallah, eure Kinder, eure Freunde, euch selbst, uns alle, nach Erziehung und nach Charaktereigenschaften aufzubauen. Denn ein Glaube ohne Charakter, wallahi, ist genauso wie ein Körper ohne Kopf. Geht nicht. Charaktereigenschaften ist das Beste, meine liebe Brüder und Schwestern.